Hallo und herzlich willkommen zurück bei Winnie Simulator 2015. Ihr erinnert euch, das letzte Mal waren wir auf diesem Hof, um Schutzgeld zu kassieren. Da ist ein bisschen was schief gegangen, da waren die Morello-Leute. Ja, und hier unser lieber Herr Don, der hat uns jetzt einen neuen Auftrag gegeben. Wir sollen mit Ralf reden. Da ist eh, glaube ich, der den meisten Durchblick hat. Ach, ich muss erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Ich weiß ja, die Pfeiltasten und so weiter. Ist immer ein bisschen ungewohnt. Wo ist denn Ralf überhaupt? Ach, da unten steht er, ja. Na? Hey? Reden? Hey, Ralfie. Weißt du was Genaues über diesen Job? Sicher, Tommy. Du musst zur Rennstrecke fahren und dir den Wagen dort ausbauen. Mein Freund Bobby arbeitet dort. Geh hinten rum und auf dem Weg ist das Torhaus. Sag Bobby, dass Ralf dich geschickt hat. Dann führt er dich zum Wagen. Das ist mit ihm so ausgemacht. Und dann? Du musst ihn nur in die Werkstatt von meinem Freund Lukas Bertone bringen. Ah. Die ist in Newark unter der Giuliani Bridge. Er wird ihn sich ansehen und ein wenig dran rumschrauben. Dann bringst du ihn wieder zurück. Sollte ein Kinderspiel sein. Aber du musst vor 1.15 Uhr fertig sein. Oh. Dann wechseln die Wachen und könnten bemerken, dass jemand in der Nacht mit dem Wagen gefahren ist. Da darf nicht der kleinste Kratzer dran sein. Und geh den Bullen aus dem Weg, die dürfen dich nicht erwischen. Und wie komme ich dahin? Ah, hat wieder ein Auto für uns. Ich hoffe, es läuft auch besser wie das letzte Mal, weil da hatte ich ja wirklich nur ein paar Probleme, Bugs, Abstürze. Es war alles ein bisschen ungut. Da war ich dann richtig genervt nach der Aufnahmesitzung. Aber das hört sich schon nicht ganz so leicht an, was jetzt kommt. Also ich habe hier was Neues. War keine große Sache, einen mitgehen zu lassen. Größe ist relativ. Hier, steck einfach ein Draht hier rein, dreh ein bisschen und du kommst rein, wo du diese beiden Kabel verbinden musst. Ja, ist fast wie beim Sex, ne? Ralfie ist Dr. Love. Ja, das dürfte kein Problem sein. Danke, Ralfie. Und spar bloß nicht am Benzin, Tom. Ein Schubert 6 kann ich stehlen. Finde Bobby. Jetzt, wenn ich dann schon im Auto sitze oder nicht? Soll ich zu Bobby fahren oder ist er hier irgendwo? Wo ist Bobby? 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 Da hat irgendwas gesagt von wegen Torhaus und so. Oh, es fängt ja gut an. Und dann soll ich nachher an dem anderen Wagen keinen Kratzer haben. Ich und meine Fahrkünste. Auweia. Am Ende wird mir das Spiel zu schwer. Ja, und ich muss mich ja beeilen. Wo soll ich hin? Bertone, oder? Moment, da muss ich... Da nehme ich den Tunnel. Platz da. Ist immer ziemlich clever, während dem Fahren dann so die Karte zu zücken. Ah, wieder eine andere Art von Tröte. So, die Musik ist ja immer noch aus, also muss ich jetzt, ja, irgendwas machen. Ja, wir haben jetzt hinten so einen fetten Subwoofer drin, deswegen hängt diese Kiste da dran. Was? Warum soll ich wie ein Irrer fahren? Fahr wie ein Irrer. Ich bin ein Gangster, ich mach Gangsterrennen. Mit vielen tiefen Bässen. So. Und da vorne gehe ich dann einfach, ja. Oder fahre ich jetzt vielleicht doch ganz falsch? Ich hoffe nicht. Ich meine, hier oben, da, der Kompass, da zeigt eine andere Richtung, ne? Fängt sie jetzt schon wieder mit dem Verpeilen an?
Ich fahre dann doch mal dem Kompass nach. Na komm. Ach ja, an die Geschwindigkeitsdingsbums. Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Was denn? Ich kann doch auch nichts fürs Handling der Autos. der lenkt mich direkt dahin zurück. Ach ja, da ist ein blauer Zielpfeil. Schon wieder verkackt. Ich und das Spiel, wir sprechen nicht ganz die gleiche Sprache. So, und warum sind da jetzt wieder diese Mikrolags? Ich verstehe es nicht. Das letzte Mal war so gut wie gar nichts. Brumm, brumm. Stopp, ich überfahre das Stoppschild. Und der Sieger des Rennens ist Torpedo Seidberg. Ja, Hyperlichtgeschwindigkeit. Verrückte Geschwindigkeit, wahnsinnige Geschwindigkeit. So schnell sind wir noch nie geflogen. Hält das Schiff aus? Hongkong. Welcher Film? Das war Spaceballs, wenn auch nicht ganz richtig zitiert. Hier sind hoffentlich keine Polizisten unterwegs, die mir dann jetzt am Ende noch einen Strafzettel geben wollten. Polypenfreie Zone bei Lukas Bertone. Es reimt sich, also stimmt es. Die Drecks, die gibt's dann von mir auf einer CD zu kaufen, ne? Zu überteuerten Cheap-Reisen. Ja, dann geht's aber ziemlich weit hinten raus. Das war doppeldeutig, ich entschuldige mich. Ah, wahrscheinlich, weil auch die Rennstrecke irgendwie wohl da hinten auf dem Land dann ist. Oh mei, habe ich gleich am Anfang falsch gemacht. Ich hoffe, das reicht trotzdem noch von der Zeit. Wenn nicht, haben wir ja in ungefähr mal gesehen, wo es lang geht, was wir tun müssen. Wietsch! Manchmal schaltet das Auto richtig runter. Ich verstehe nicht, warum. Soll das am Bodenbelag liegen? So, ich folge dem Kompass. Der sagt, ich soll da hinten langfahren. Lost Heaven Racing Circuit. Ja, es kommt hin. Okay. Ja, es ist jetzt schon einiges an Zeit vorbei. Nicht auf der Karte. Naja, da sehe ich ja die Schilder, also kann ich ja nicht ganz falsch sein. Und ich habe noch den Kompass. Aber wäre das wirklich so schlimm gewesen, wenn man dem Spieler dann hier noch eine Karte von der Umgebung gegeben hätte? Ah, da kann man direkt reinfahren, oder nicht? Muss ich jetzt davor parken oder darf ich durchfahren? Da soll doch der eine Typ auf uns warten, wenn ich mich nicht täusche, ne? Ja, da ist ja schon einer. Hey. Na, Sie müssen Ralfs Freund sein. Das Ajo. Stimmt. Okay, wir nehmen Ihren Wagen. Wir nehmen Ihren Wagen? Ja. Soll ich durchfahren? Okay. Ach, da steigt jetzt ein? Okay. Da rein und rüber zur Werkstatt. Gut. Aber ich glaube, die Zeit reicht nicht mehr. Egal, ich versuch's einfach mal. Ich will ja nicht gleich aufgeben bei der ersten Schwierigkeit.
Also, Draco. Ah, aber das ist ja jetzt gar nicht so weit weg. Ich glaube, das schaffe ich dann doch in einem Stück rüberzukommen. So, und immer hier weiter? Ist er sich da sicher? Ist das die Werkstatt? Ah. Moment. Ach, das kann ich nicht so durchfahren oder hat einfach nur das Tempo nicht gereicht? Okay, wir sind da, Kumpel. Los jetzt, wir haben nicht viel Zeit. Ja, da sagst du was. Der Meinung bin ich eigentlich auch. Ach, ihr Leute da draußen in YouTube, wie geht's euch denn heute? Schreibt's in die Kommentare. Ich bin heute doch recht motiviert, neues Zeug aufzunehmen. Aber ich habe eigentlich im Moment auch noch ziemlich viel auf der hohen Kante. Ich habe ordentlich vorproduziert. Ach, aber das letzte habe ich mir bei Diablo 2 ordentlich aufs Maul geben lassen. Aber mehr dazu werde ich halt im Diablo 2 Let's Play erzählen. Okay, ist es der? Ja, Kumpel, aber Vorsicht. Der Schlitten darf keinen Kratzer abkriegen. Und geh den Bullen aus dem Weg. Die Karre ist echt auffällig. Stimmt. In ungefähr einer halben Stunde kommt die zweite Wache. Bis dahin musst du zurück sein, Kumpel. Und sei vorsichtig. Die Karre geht gut ab. Ist vielleicht der schnellste Wagen der Welt. Wer weiß. Klar, Bobby. Kein Problem. Das schaffe ich in einer halben Stunde. Ja, mit dem Bullen, das klappt doch bestimmt nicht so leicht. Ich meine, man kann den bestimmt schnell weg, also davonfahren, aber... Weil wenn der ja gut läuft, Schadensanzeige, ja, ich dachte, wir sollen gar keinen Kratzer dran machen. Dann ist es ja gar nicht so tragisch. Dann haben wir wohl ein paar Freebies. Und laut ist er, der Wagen. So. Ja, aber die Zeit sieht mir trotzdem zu knapp aus. Ist die geskriptet oder läuft die halt gleich direkt von Anfang der Mission an los? Das wäre gut zu wissen. Na, mir gefällt es halt nicht, dass man auf die Bullen aufpassen soll. Weil da sieht man bestimmt welche. Na? Hier draußen ist gar keiner, das ist gut. In der Stadt werde ich dann... Obwohl, vielleicht ist es egal, ob ich da den Tempomaten anhab, weil... die sagen ja eh, der Wagen wäre auffällig. Das sind... keine Polizisten. So. Ja, schon wieder das orientalische Bier hier. Das Handling von dem Wagen ist gut. Könnte ich mir doch vorstellen, auch einen Bullen davon zu fahren. Aber bisher war noch kein Polizeiwagen in Sicht. Ich hoffe, das bleibt so. Aber bei dem Spiel, naja, es wird wahrscheinlich nicht so bleiben. Ich habe keine Hupe. So. Ich bin ein Schienenfahrzeug. Seht ihr es? Wow. Und bisher noch keinen Kratzer, wie gewünscht, ne? So. Die Uhr will mir jetzt nicht sagen, dass wirklich gleich die Zeit schon abgelaufen ist, oder? Ach, da müsste ich halt nochmal von vorne los. Oder ab dem letzten Checkpoint, könnte ja auch sein. So, hier bleibe ich auf der Strecke und fahre vorne über die Brücke. Dürfte das Intelligenteste sein. Boah, wegen dir hätte ich fast einen Kratzer reingemacht. Können die nicht aufpassen, wo ich hinfahre? Na, der macht's auch nicht. Manche alten Wagen, die hatten keine Blinker, die hatten Winker. Da hat sich neben dann so ein Fähnchen ausgefahren.
Aber die hier haben weder das eine noch das andere, so sieht's aus. Kommen da vorne Polizisten? Spitze, das Rennen ist vorbei. War ja klar. Okay, ab welcher Stelle muss ich losmachen? Ach, ab hier nochmal. Ja, Moment, aber die Zeit ist immer noch genauso knapp. Nee, ich fange dann die Mission nochmal von vorne an. Die Stadt. Ja, das passt doch eigentlich. Finde Bobby. Gut. Und ich glaube, Tempomat und so weiter lasse ich dann mal weg. Ich meine, ich dürfte jetzt ziemlich viel Zeit sparen, indem dass ich jetzt hier halt nicht erst diese Irrfahrt mache. Achtung, halt die Buchsen fest. Hui! So, eine wunderbare Nacht. Blau mit Schwarz. Huch, ich habe meine Abfahrt verpasst. Das ist schlecht. Das kostet etwas Zeit. Weil das Wenden, das ist hier ja... Es ist so in ungefähr das Gegenteil von schnell. Wenigstens habe ich hier wieder eine Hupe. Ah, der da hat eben geplonkt. Er plonkte. Geblinkt, sag ich nicht. Oh, oh. So. Was? Mekleck und Spellack? Was sind Mekleck und Spellack? Stand da eben auf dem Schild. Hang, hang. Mensch, Telefonzellen, kennt ihr das noch? Wer macht hier... Ah, ich habe doch gar keinen Beifahrer. Sind wir das selbst? Ach ja, ich habe 3 Schadenspunkte gekriegt. Wow. Hat sich bestimmt den großen Zeh am Gaspedal angehauen. Platz da! Jetzt ist er vor lauter Schreck stehen geblieben. Ah, die tollen 3 Bäume da oben auf dem Hügel. Ich würde sie gerne besuchen und, keine Ahnung, darunter dichten und poesieren. Ist poesieren ein Wort? Ja, jetzt ist es das. Oh, und der Telefonmast, der schwebte eben in der Luft. Er schwob. Oder er schwobte. Das Zeitfenster dürfte jetzt wesentlich besser sein. Was heißt besser? Wesentlich barmherziger. So, steig aus, du Lauch. Huppala. Na also, das war doch eine Bremsung nach Mars. Oder nach Snickers. Na, Sie müssen Ralfs Freund sein. Ja, das deine stimmt. Mutter. Okay, wir nehmen Ihren Komm. Wagen. Ich meinte natürlich Ihr Fräulein Mama. So. Mache ich schon 60 FPS, aber zwischendurch gibt es immer wieder diesen kleinen Abruckler. Toll machst du das, jetzt hast du einen stehen, ne? Also deine Latte weist nach oben. Ah. Egal was ich sag, ich sag's jetzt nur falsch. Ja, fahr los. Winnie! Was ist denn mit Winnie los? Oder ist das Auto jetzt kaputt? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Es war doch eine Punktbremsung hier. Ach, dieses Spiel und seine Bugs hier, weil ich glaube nicht, dass der Wagen so beschädigt ist. Ach, jetzt schon, okay. Mal gucken, ob es was gebracht hat. Auf einmal springt er wieder an. Versteht ihr das? Also ich verstehe es nicht. Ich musste draufhauen mit der Faust und dann ging es wieder. Was? Das hat mich jetzt aber auch schon wieder Zeit gekostet. Das schmeckt mir jetzt eigentlich nicht. Aber dennoch versuche ich es wieder. Ich habe auch mal geguckt, das Spiel hat wirklich riesige Bewertungen gekriegt, also wirklich ziemlich hohe. Und ich muss sagen, klar, ich kann das jetzt nicht nach damaligen Maßstäben bewerten, aber es sollte ja so quasi die GTA-Alternative sein, also ein bisschen realistischer. Und, hoppala.
Naja, vielleicht hat das einige der Bewertungen erklärt, weil... Okay, wir sind da, Kumpel. Ich muss ehrlich sagen, wir haben nicht viel Zeit. Da sind einige Sachen drin, da muss ich sagen, das hätte bei mir niemals so eine hohe Bewertung gekriegt. Aber mal abwarten, was noch kommt. Vor allem das Ende soll gut sein, habe ich gehört. Okay, ist es der? Ja, Kumpel, aber Vorsicht. Der Schlitten darf keinen Kratzer abkriegen. Und geh den Bullen aus dem Weg. Die Karre ist echt auffällig. Stimmt. In ungefähr einer halben Stunde kommt die zweite Wache. Bis dahin musst du zurück sein, Kumpel. Und sei vorsichtig. Hör auf zu labern. Geht gut ab, ist vielleicht der schnellste Wagen der Welt. Wer weiß? Klar, Bobby, kein Problem. Das schaffe ich in einer Stunde. So.